Kommen wir heute zu einem weiteren Dossier. Und zwar handelt es sich um den Dung Beetle. Er ist ein Koprophag, also er ernährt sich von Exkrementen. Sein Temperament ist passiv, ihr könnt ihn zähmen, aber nicht reiten. Der Dung Beetle oder auch Mistkäfer ist der perfekte Symbiont für technisch fortgeschrittene Tribes. Das bedeutet, dass er in Symbiose mit ihnen zusammenlebt. Symbiose bedeutet im Biologischen das Zusammenleben zweier oder mehr Lebewesen verschiedener Arten zu beiderseitigem Vorteil. Aufgrund der Existenz des Dung Beetle und seiner Entwicklung zu einem perfekten Haustier nimmt man an, dass Menschen schon länger auf der Insel leben. Die meisten Tribes schützen eifersüchtig ihre Käfer. Diese erstaunlichen kleinen organischen Biofabriken sind wahrlich eine nachhaltige, grüne, umweltfreundliche Quelle von Mitteln für das Leben an Land. Öl wird zu Gas, welches als Maschinenbrennstoff dient. Dünger bedeutet Getreide, welches menschlicher Brennstoff ist. Der Dung Beetle kann alle Aspekte des Insellebens antreiben. Der Dung Beetle ernährt sich von nutzlosen Ausscheidungen. Diese wandelt er um in ein verfeinertes Abfallprodukt und in ein öliges Nebenprodukt. Dieses Ölnebenprodukt ist chemikalisch vergleichbar mit dem Öl, welches man am Meeresboden der Insel findet. Aus irgendeinem Grund kann der Dung Beetle Ausscheidungen in Öl umwandeln. Indes kann man das verfeinerte Abfallprodukt wie Dünger vom Compostbin benutzen. Diese zwei Sachen sind also definitiv Grund genug, um sich einen Dung Beetle als Haustier zu halten.